ist der Heller. Scheint, dass wir es endlich auf unser Schiff schaffen. Super, passt, starten wir gleich. Na, bevor wir starten, schauen wir ganz kurz noch einmal den Lawinenlagebericht, den aktuellen Durchfahr heute und auch die Tourenplanung noch einmal, dass wir Bescheid wissen. Ja, und das Wichtige ist, dann machen wir das. Passt. Perfekt, damit. Schauen wir uns das ganz kurz auf der Karte an. Ich hätte vorgeschlagen, wir fahren auf die Raxhafer, gehen dann hintere auf unsere Bergrettungshütte und dann fahren wir über den Langenmaar oben, bei der Künsteig und zurück über das Wachsregelhaus Brennergescheid. Mhm. So scheine Tagestour, wenn es uns gefreut, können wir sogar in den Langenmaar noch einmal raufgehen, wenn die Verhältnisse passen. Und dazu schauen wir sie in der Lawinenlagebericht noch kurz an. Wir haben da die Headline, stürmischer Wind, frischer Triebschnee, Hochlagen. Da sind quasi der Überblick, da haben wir die Lawinenwarnstufe, die geht von 1,7 bis 5. Das Hauptproblem als Piktogramm und welche Lagen von der Himmelsrichtung besonders betroffen sind. Das heißt, wir bewegen uns heute in der Lawinenstufe 2. Genau. Wir sind über der Waldgrenze unterwegs und ganz wichtig ist, dass wir auch da unten das durchlesen. Und da sehen wir im für uns wichtig Exposition Nord über Ost bis Süd ist der Hauptgefahrenbereich. Generell kammnahe Bereiche sowie Rinnen und Mulden, insbesondere deren Einfahrten. Das betrifft uns besonders. Warum sind Rinnen und Mulden sehr oft betroffen? Das ist eben durch den Wind, der bringt oben den Schnee rein. Und vor allem dort, Wind, Baumeister der Lawine, habe ich dann das Problem, dass ich, das steht dann auch Ansatz drunter, mit einer geringen Zusatzbelastung, und das ist wirklich nicht viel, eine Lawine auslösen kann. Das heißt, uns könnte es heute passieren, durch, wenn wir in eine Rinne reinfahren, dass wir da eine Lawine auslösen könnten. Auch bei Warnstufe 2 und auch auf der Achs. Genau, richtig. Das kann leider immer passieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir eben die Gefahrenmomente kennen, in der Vorbereitung schauen und dann vor Ort genau darauf Acht legen und auch das dort nochmal bewerten. Mhm. Wir haben einen Schneedeckenaufbau als Wetter und die Tendenz. Wetter schauen wir sich ja in der Vorbereitung auch immer an. Und ich mag es ganz gern, das finden wir auch beim Lawinenwarndienst auf der Seite immer, dass man dort in den Bereich, wo ich unterwegs bin, die letzten Tage durchschaut. Wie war der Wind? Hat es geschneit? Wie ist die Schneelage? Wie ist die Feuchte? Dass ich einfach einen guten Überblick kriege über die letzten Tage, was mich potenziell dort erwartet. Das setzt aber schon ein bisschen Erfahrung voraus, dass ich das dann gut deuten kann. Okay, jetzt verstehe ich, warum das so wichtig ist, dass man sich da ein paar Minuten Zeit nimmt und das wirklich in aller Ruhe durchlässt. Ja, und ich denke mir, dass das ein ganz wichtiger Punkt für eine Tourenplanung ist. Wir haben sich das auch ausgedruckt. Und jetzt übertragen wir das noch ganz kurz bei uns auf die Karten, dass wir genau wissen, okay, dort müssen wir aufpassen und dann können wir starten. Super, machen wir das, ja. Wir wollen hier oben fahren, Langenmanngraben. Da sehen wir aber, der ist ostausgerichtet. Das heißt, wir überlegen sich auf jeden Fall einen Alternativplan, einen Plan B, der jetzt für uns zum Beispiel, weil west ausgerichtet, da zum Beispiel ins Taubental runter, das Handtuch wäre. Okay, ich sehe da, wir sind auf knapp 1900 Höhenmeter. Das heißt, wir sind oberhalb der Waldgrenze, richtig. Sprich Lawinenstufe 2. Und wie ich das jetzt richtig verstanden habe, du bietest eine Alternativroute an. Wenn wir oben vor Ort entscheiden, es ist dort so gefährlich, wir wählen dann die westliche Abfahrt. Richtig. Einfach aus dem Grund, der Wind hat da sehr viel Schnee rübergebracht. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass da oben sehr viel Triebschnee drinnen ist. Das müssen wir sich einfach vor Ort anschauen. Das kann man, so gut der Lawinenlagebericht ist, muss man das auch vor Ort beurteilen. Das ist ganz wichtig. Kann uns natürlich auch passieren, dass wir die Routen abbrechen? Natürlich, das kann immer passieren, dass wir sagen, okay, nein, das passt uns nicht. Wir gehen einfach wieder retour, wo wir herkommen sind. Ich denke, dass das keine Schande ist, wenn wir... Absolut nicht, ich habe schon oft um dort. Okay, super, dann machen wir das. Machen wir es. Perfekt. Markus, gehen wir es noch ganz kurz durch. Lawinenlagebericht haben wir gecheckt. Tourenplanung mit Plan B ist erledigt. Wir haben den Lawinenlagebericht übertragen. Wetter haben wir sich angeschaut. Und was mir einfällt, das Wichtigste, hast du eh LVS, Schaufel und Sonde eingepackt? Ich habe alles im Rucksack drinnen. Perfekt. Ich bin startklar. Machen wir unten einen LVS-Check und dann können wir weggehen. Fahren wir. Ich freue mich auf die Tour. Gehen wir. Ja, komm. Zu mir, komm. Ja, komm.